So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei Total War Warhammer 3. Weiter geht's mit Kislev, mit Boris, einem sehr schwierigen Run. Auf Legendär, natürlich immer noch ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Für die, die nicht so viel Zeit haben, alle Folgen oder alle Live-Let's Plays oder alles zu verfolgen live. So, jetzt stimmt's. Wir können's gemütlich nachgucken. Also, wir haben Archaon weg. Das ist schon mal sehr gut. Wir brauchen Winterzahn aus unserer Provinz zu verbannen. Wir haben hier oben nach wie vor noch unsere Hauptstadt oder unsere neue Hauptstadt. Von daher ist das mal gut. Ich überlege gerade, ob ich hier versuche durchzurennen und direkt drauf zu oder ob ich hier hinrenne, um ihn zu blockieren. Okay, wir rennen hier hin. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, dass er schon irgendwo hier steht. Nein. Und in der nächsten Runde können wir direkt drauf. Wenn er nämlich jetzt kommt, muss er zuerst um mich herum. Ne? Also er muss um diesen Kreis herum, um die Stadt anzugreifen. Das reicht ihm von der Reichweite vielleicht dann nicht. So, 3 sind 4, sind 4 sind 5. Ich brauche hier mehr. Also, Monolith, den werden wir verlieren. Wir müssen aber hier die Provinz wieder sichern. Und der wird irgendwann kommen. Irgendwann kommt der. Es ist nur eine Frage der Zeit. Okay, die kämpfen gegen den Rollmops-Clan. Die heißen eigentlich Robsman, aber für mich ist es der Rollmops-Clan. Wie viele Provinzen besitzt er eigentlich? 10! Er hat nur noch eine Motivation von 34. Also wir könnten, wenn wir genug besiegen und wegschlagen, könnten wir ihn vielleicht dazu bewegen, Frieden und so. Wisst ihr was, wir bauen das jetzt aus. Wenn wir die heulende Zitadelle verlieren, ist vorbei. Da kommt einfach verdammt nochmal Verteidigung rein. Deswegen steht auch jemand hier, ne? Also. High Priest of Ursun. Das kann er nicht machen. In 4 Runden könnten wir das upgraden. Er plündert da und holt sich das da. Und wir brauchen ein bisschen Geld spatzig. 4. Bauen wir den aus. Dann könnten wir Strelzi machen, aber ich brauche die Strelzi nicht unbedingt. Ich habe das eigentlich wegen den Korsaren gebaut. Ja, das sind 4600, das kann ich mir gar nicht leisten. Ich bin nachher arm. Ne, wir behalten das Geld in der Rückhand. Bewegen uns gleich nach unten und holen den Monolith von Eiterlung wieder. Und dann den unteren, um die Provinz zu sichern. Wir leben auch wirklich von Plünderung, ne? Also wenn wir eine Armee vernichten, eine Mission abschließen oder so, davon leben wir. Das ist unser Einkommen, was wir haben. So, also. Uff. Er ist zur Hauptstadt gerannt. So eine Sau. Ja, also das ist jetzt eigentlich eine spannende Schlacht. Also ich meine, es wäre super einfach, das einfach kurz wegzuklicken. Und dann hätten wir es. Aber das wird irgendwie der Spannung nicht gerecht, oder? Ich will mal von euch jetzt wissen. Eine 1 in den Chat für Autoschlacht, eine 2 in den Chat für selber kämpfen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, krass. Viele zwei, sehr viele zwei, ein paar eins. Warum macht die KI das? Weil sie das kann. Okay, wir kämpfen es selber.
Ich find's spannend. Find's spannend, ne? Ich meine, außergewöhnlich, dass sie das macht. Das große Problem ist, er ist regenerativ. Auf der anderen Seite ist er groß. Unsere Hybrideinheiten haben eine Pistole dabei. Das heißt, sie können alle gleichzeitig eine Pistole auf ihn schießen. Ne? Also die Anzahl der Einheiten hier macht da dann was aus. So. Hat überall ein bisschen was. Proceda! Also hier wollen die hoch. Wir brauchen noch niemals so viele hier. Das sind 5 Truppen hier. Der Großteil der Armee ist ja da. Ich muss das alles einzeln aufstellen. Das ist ja furchtbar. Also, das sind 2 Händler, das heißt, die schießen wir einfach weg. 1, 2, 3. So, dann machen wir trotzdem noch schnell die hier hin. Dann haben wir 4. Ist er eigentlich gepanzert? Ziemlich sicher, ne? Nein. Ist er nicht? Gut. Wir bauen hier schon mal einen Turm rein. Haben die eigentlich die Reichweite von den Türmen verändert? Wirkt ein bisschen so. Okay, damit haben wir das. Na, warte mal schnell. Wir haben hier ein paar Angefragte. Sollen die Angefragten den mal schnell übernehmen hier? Und die Angefragten übernehmen den hier, dass die auch noch schnell schießen. Habe ich euch jetzt entfernt von irgendwo? Ah nein, ich habe die ja geschoben hier. Machen wir die 2 hier rein. 2 hier rein. Die 2 hier rein. Dann stellen wir hier ein paar Bogenschützen auf. Dieser jetzt zwar erstmal die 2. So. Er kann halt nur durchs Tor, ne? Will heißen, wir machen Bogenschützen hier. Also, einen kurzen Moment. Die Korsaren hier müssen wir schnell rausnehmen. Hier sind die. Ganz kurz. Die hier sind mit Speeren in der Hand. Die sind gut gegen große Feinde. Die stellen wir hier auf. Die sollen auf ihn draufschießen. Oder wenn er dann reinrennt, ne? Dafür sollen die da sein. Okay. Dann die dahinter. Kommt hier in die 3. Ihr kommt hier hin, ihr kommt hier hin. Seid auch Teil der 3. Er könnte ein Zeitchen noch nach links schießen. Also nehmen wir die mal schnell hier rein. Ich glaube, den Rest schieben wir noch in die 2, weil das doch schon arg viele sind. Als jemand durchs Tor geht, seid ihr trotzdem noch zuständig dafür. 2. So. Jetzt haben wir hier nochmal ein paar mit Speeren. Die stellen wir hier hinten hin. So. Dann ist das hier alles die 3. Und den Chef nehmen wir auch mal schnell hier hin. Dann dürfte das eigentlich gehen. So, sehr gut. Ich denke, wir haben alles. Wie der Turm ist besetzt, der wichtig ist. Our enemies have tried to fell us many times. And yet, here we stand, still strong, still undaunted. Das ist mal eine schöne Ansprache. Kossars!
Versucht auf die Nahkämpfer zu gehen, nicht auf die mit den Schilden, bitte. Oh, hier ist auch eine Truppe, die versucht hochzukommen. Achso, das sind nur Hunde. Ach, hier ist so ein Scheiß. Wahnsinn. Geht da runter, bitte. Das scheint mir so, als ob die da versuchen hochzugehen. Jawohl. Fliehen die ersten schon? Die lassen sich einfach abknallen, soll mir recht sein. Aber irgendwas habe ich vergessen. Schlägt jemand das Tor ein? Ja. Okay, wie sieht's hier aus mit dem Tor? In Ordnung. Das Problem ist, dass die zwei Hände tatsächlich schon rüstungsdurchdringend sind. So, wie sieht's hier aus? We fight for Ursan. Eigentlich gut. So, wir können gleich noch ein Türmchen machen. Muss nur schnell gucken, wo wir den hinsetzen. Hier. Weißt du was? Geht hier runter. Wenn nämlich ein Tor offen ist und die durchrennen, dann ist nicht so gut. Geht bitte auf die Rückseite und ihr schnappt euch die da. Ist er durch? Nein. Ja. Warum seid ihr jetzt da, Mann? Das hatte ich anders geplant, aber er wird gerade von Bogenschützen niedergeschossen. Das ist die Idee. Könnt ihr die mal aufhalten, bitte? Ich baue mal überall ein bisschen Türme für die, die nach hinten wegfliehen. Schau mal an, wer da geht. Okay, er ist erledigt, würde ich meinen. Versuche nochmal schnell so viel wie möglich mitzunehmen. Es war deutlich einfacher als gedacht. Alle. Winterzahn. So eine Sau. So, zwei Hände. Nehmt mal schnell die Speerjungs noch mit. Ich meine, ein zweier Trupp dürfte nicht mehr überleben. Ein neuner Trupp dürfte eigentlich auch nicht mehr überleben, aber hey. You never know. Knapper Sieg. Fand's nicht so knapp. Okay. Er hat volle Hunde. Ja, yeah, mega knapper Sieg. Also stand an der Schwelle des Untergangs.
Naja, die Autoberechnung hat ja auch schon gesagt, dass ich es gewinne. Ich meine, klar. Okay. Ja, dadurch, dass wir jetzt Throg töten, ist ja ein legendärer Kommandant, kriegst du, Alatania, du kriegst, wir nehmen das Geld, weil die ist so dringend. Ja, das verlieren wir einfach knallhart, kann ich nichts machen. Unmöglich. Was wollte ich sagen? Eine legendäre Fähigkeit kriegst du jetzt, weil wir den Boss besiegt haben. Sorge dafür, dass das folgende Gebäude gebaut wird. Königliche Kaserne. Die goldene Ritterin trifft beim Sammelpunkt ein. Nariska Leysa, die goldene Ritterin von Kislev. Die goldene Ritterin erscheint gesegnet vom Kult von Ursun und ernannt vom Eishof eines Leuchtfeuers, ein Leuchtfeuer der Stärke und ein Symbol von Kislev. Als die gefürchtetste Kämpferin in den Reihen des Mutterlandes ist ihr Einfluss auf die Schlachtlinien immens. Während die Verbindung ihres verstorbenen Vaters zu Boris Ursuns ihr beträchtlichen bürokratischen Einfluss verleiht, der euch nützlich sein könnte, welche Rolle soll sie für euch zuerst erfüllen? Diplomatische Beziehung mit Kislev. Wir haben keinen Kontakt zu Kislev. Der Zorn Kislevs, Rekrutierungskost minus 10. Zarenwachen haben. Sind immun gegen Psychologie. Ja, also bringt mir beides nicht so viel. Ich würde sagen, das bringt mir mehr, falls wir doch noch Kontakt haben. Symbol von Kislev. The Golden Knight. Und da ist sie. The old enemy, the endless war. Die goldene Ritterin. Die ist neu übrigens. Also, sie hat, wow, er sieht mega cool aus. Kann ich die eigentlich umbenennen? Nein. Also, sie hat einen Schlachtross, treue Wächterin, Charaktererfahrung, begleitender Kommandant, Flussverstärkungsrate 10, Schutz des Ursun, heroische Zähigkeit, das kennt man. Was haben wir hier? Bonus gegen Infanterie 10, Trefferpunkte 10, 15, Rüstung, Abkühlzeit Ursuns Klaue, Erfüllung erfroren, kann sich nicht bewegen. Und dann ist Blut. Gemeinsamer Nenner. Bessere Beziehung mit Kislev. Kisleviten steht zusammen. Oh, das ist cool. Okay. Schöner Bonus. Dann haben wir einen Marsch. Dann machen wir hier die Eiswachen stärker. Hier machen wir die stärker. Hier machen wir die Zarenwachen stärker. Hier ist Geschossresistenz. Okay, die ist mega mächtig. Die ist mega mächtig. Dann haben wir haltet die Stellung. Kampftraining, das ist sehr gut. Korruption bereinigen. Dann natürlich das standardmäßige Schlachten. Dann haben wir die Wächterin. Immun gegen Flankieren. Physische Resistenz 20. Yo. Nahkampf aber für begleitende Armee. Abkühlzeit auf alle Zauber begleitende Armee. Rettungszauber 5% begleitende Armee. Ja, okay, das ist einfach eine Kriegsmaschine. So, 7 und 5. Bei dir wollte ich noch schnell nachgucken. Schüler. Hier, Trolljäger. Waffenstärke plus... Okay, Bonus gegen große Feinde 15. Das ist, weil wir Throg getötet haben. Ja, jetzt ist die Frage, versuchen wir den noch wegzumachen? Guardian of the Land. Ja.
Die machen dich mal noch stärker mit Munition und so. I shall carry it with honor. Also sie kann mit dem Troll Arm drücken, ohne ins Schwitzen zu kommen. Die Abwehr war nur für Begleiter und Kommandant, nicht Armee. Okay, Moment. Ready. Nariska Lesa. Ah, begleitender Kommandant, ja. Begleitender Kommandant, ja, nicht Armee, Entschuldigung. Das ist das, was ich als Icon gesehen habe. Abkühlzeit auf aller Zeit, wo begleitender Kommandant. Sie macht also total Sinn, bei einer Magierin mitzuführen, ne? Jon Snow. Boris Ursus. Wir rennen hier runter und holen uns den Monolithen wieder. Ja, Autoschlacht ist an dem Punkt, glaube ich, völlig in Ordnung. For Ursus. Andere Frage. Ist die unsterblich? Nein, wenn sie stirbt, ist sie weg, ne? Nein, anstatt von einer Aktion getötet zu werden, erleidet dieser Held lediglich Wunden. Okay, sie ist unsterblich. Du kommst in die Armee, du unterstützt hier mal. No! Champion of the Motherland. Ich sehe uns das halt nicht gewinnen. Auf der anderen Seite. Doch, nein, warte, ich sehe. Natürlich doch, das gewinnen wir. Das gewinnen wir aus dem Grund, weil die gepanzert sind und er nichts anständiges Rüstungsdurchdringendes hat. Deswegen können wir den einfach schnell wegklicken. Also wir müssten eigentlich nur die hier mit den Bogenschützen töten und dann sind die fast gar nicht mehr zu killen, deswegen machen wir das schnell weg. Das ist völlig in Ordnung. So, wieder zurück. Champion of Kislev. Na, wir können die Zarenwachen machen, fällt mir gerade ein. Aber ich bin eher Fan davon, mal schnell zwei denen reinzumachen. Sie sind günstig und äußerst effizient. So, und dann machen wir das für mehr Geld, weil wir haben echt ein Geldproblem. Nariska Lesa stands ready. Ursun's Disciple! Großer Baumeister. Bauzeit, minus 50 für Garnisons- und Religionsgebäude. Drużyna ready. Im Grunde genommen, wenn ich das hier klicke, ja, und dann das hier abreiße, also stoppen, und es dann nochmal anwähle. Wir sind einer Runde gebaut. Okay. Ich meine, ja, ne, völlig logisch. Völlig logisch. So, hier können wir nochmal ausbauen, das machen wir auch. Hier noch ein bisschen hochzukommen. Jetzt ist die Frage, holen wir uns das wieder und gehen dann runter oder gehen wir runter und holen uns das dann wieder? Minus 5. Oh, ich hätte dich nicht zurückschicken sollen, ne? Ich will den eigentlich hier schon weghaben. Weiter geht's. Auf der anderen Seite, wenn wir Winterzahn angreifen, kriegen wir vielleicht Kontakt mit den anderen Kisleviten. Zarina und mit der Orthodoxie. Und solange Winterzahn mit uns beschäftigt ist, dürften die ja ein bisschen Möglichkeiten haben, sich eventuell auszubreiten, nicht wahr?
Die Kapelle für Ursun am örtlichen Patriarchen. Vom örtlichen Patriarchen mit Verdammung bedroht, arbeitet das Volk einer entgegenen Stanisia unermüdlich am Bau einer kolossalen Kathedrale für Ursun. Wenn ihnen die Baumaterialien ausgehen, demontieren sie ihre eigenen Häuser. Wenn Dutzende erfrieren, schielt der Patriarch den mangelnden Glauben jener, die noch leben. Okay. For the ice cold. Sacrifice to Ursun. Ein Schild da noch drin. Your champion. Defender of Kislev. Only the bravest are required. Hear me roar. Don't care who. Jetzt will er Frieden, hä? Das schaffen wir nicht. Warum will er Frieden? Hat er noch Krieg mit jemand anderem? Ah, er hat jetzt, jetzt Krieg mit dem Rollmops-Clan. Ich liebe es, sie Rollmops zu nennen. Ja, für mich ist es ein Rollmops-Clan. Okay, ich lasse die Armee oben noch drin. Champion of Kislev. Naja, dich wollte ich hinzufügen. Sie brauchte eigentlich noch eine Rüstung, ne? Also eine. Also zum Ausrüsten. Ich bin super gespannt, wie sie kämpft. Begone, fool. Die Sprache der Raben. So, wir haben mit der öffentlichen Ordnung wirklich ständig zu kämpfen. Und ich habe jetzt hier plus 1 rausgeholt. Ich weiß, das ist jetzt nicht die Welt. Aber wenn wir das noch machen, holen wir nochmal plus 1 raus, ne? Ist wieder ein bisschen was. Und wir müssen halt arbeiten mit dem bisschen was. I expect only the best. Commander of the soldiery. Das ist ein richtig assi-Move gewesen von ihm jetzt. Dass er hier so durch ist, um mich da unter Druck zu setzen. Aber wir machen folgendes. Wir töten ihn an der Stelle. Autoschlacht reicht. We are Ursun's claws. Wir nehmen das Geld mit. Dann machen wir einen Gewaltmarsch und marschieren so hier rüber. Das dürfte nämlich, glaube ich, für die nächste Runde dann klappen, dass wir da direkt hinlaufen können. Ich hoffe es zumindest. Heiler auf Stufe 20 erst. Aber Kingsley, du bist auf einem guten Weg. So, Herz des Winters ist günstiger geworden. Wir haben eine Rüstung gekriegt. Die geht natürlich sofort hier hin. Es ist nicht perfekt, aber es ist was. Es ist immerhin etwas. Der Bronzespalter. Ja, nimm mal den Bronzespalter, Kunz. Glory to Father Bear. Soll ich es versuchen? Champion of Kislev. Ich habe halt das Gefühl, dass dadurch, dass wir hier so blockieren, er nichts macht, ne? Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo er eine Schwäche sieht an der Grenze, kommt er. Immediately. Deswegen will ich die Armee da eigentlich also da drin lassen. Ich hoffe übrigens, dass das funktioniert.
kann ich es einnehmen und in zwei Runden dann nochmal hier rüber. Also drei Runden insgesamt. Eine Runde einnehmen, eine Runde laufen, eine Runde einnehmen. Mit dem Gewaltmarsch müsste es nämlich gehen. Die Skaven haben den Nicht-Angriffspakt mit mir gebrochen. Das heißt, ich habe jetzt das Recht, sie anzugreifen. Aber wenn ich sie angreife, dann komme ich direkt an die Grenze zu den Chaoszwergen. Tannisa wurde abgeschlossen, sehr schön. Ja, hat funktioniert, wunderbar. Typisch Skaven, ja, du kannst den Skaven einfach nicht trauen. Außer wenn ich die Skaven spiele, dann kann man mir total trauen. Yes, yes. So, ich brauche Geld. Guardian of the Land. So, Zauberkünstler. Das ist ein interessantes Objekt. Leader of Kislev's Warriors. Rüstung. Einfach mehr Rüstung. Sehr, sehr gut. So, mehr Magie. Sehr gut, passiv, 40 mehr Kanalisierung für Magie. Bitte an dieser Stelle böses Lachen oder Muhaha einfügen. Weiß nicht, was du meinst. So, Rekrutierungskosten, eiserne Disziplin. Ich bin mir am Überlegen, ob wir zu Quartiermeister gehen sollen, um die Kosten zu senken. Das machen wir. The Great Bear rewards me. Defender of Kislev. Go with caution. Hear my command. Move out! Ich wollte kurz gucken, ob wir die Sicht haben oder nicht. Champion of the Motherland. Ich kann aber irgendwo noch. Wo war das denn? Kann sie schnell gucken gehen lassen. Er hat auch mit ihm einen Krieg, ne, aber 6 Provinzen. Ja, Winterzahn möchte Frieden. Besonders an einem Let's Play von Clan Eschen, was du sehr vertrauenswürdig. Meucheln hier, meucheln da. Ja klar. Normal. Ja, wer daran zweifelt, hat nicht alle Tasten im Schrank, ist ja klar. Also. Das. Will ich eigentlich jemanden unterstützen? Wir könnten den Eishof unterstützen. König von Tirol, danke für den Prime. Vielen, vielen Dank. Ah, die Zwerge kommen so oder so auf uns zu. Wir könnten denen noch den Krieg erklären. Karak-Doom. Ja, wir müssen weitermachen. Also die Chaoszwerge kommen da aus dem Süden. Das sieht schlecht aus für uns. Ja, ich glaube, die Chaoszwerge, die fühlen sich confident, also mutig genug, selbstbewusst genug, uns anzugreifen. Ich muss eigentlich langsam mal zusammenschließen mit den anderen. Mit den anderen Kisleviten. Also wir müssen die Grenze schließen. Kann es sein, dass der Rollmops-Clan gerade verdammt gute Arbeit leistet? Ich habe leider immer noch keinen Kontakt zu ihnen. Aber sie sind hier. Hi, Priest of Ursul. Zar marches. Demon Slayer!
whole tribe. I see death. Ich kacke nochmal, wieder nicht genug Kohle. Chosen Drusina. Drusina, ready. If it honors Ursu. Reborn for Kislev. Rebellion steht bevor. Wo denn? Ah, hier. Naja, aber da haben wir genug drin. Ja, wir nehmen eine Runde, wo wir kein Geld haben, nehmen wir einfach in Kauf. Weil ich glaube, dass die Rebellen da oben mich auch gleich belagern. Also ihr seht es hier da noch auf dem Dings. Und wir die dann kaputt machen können, um ein bisschen Geld reinzukriegen. Und ich denke, ich werde runtergehen und versuchen. You are my enemy. Nein. Rebellion, ja. Mit Belagerung? Nein. Interessanterweise nicht. Ursun's Disciple! The bear asks it. I will impale them. Champion of Kislev. A shrewd action. Er wartet da. Er wartet auf eine Schwäche. Er wartet auf den Moment, wo er rein kann. Darauf wartet er. Noble of the Oblast. So, wir haben immer noch nicht genug Geld. You are my enemy. Da kommt er. Wir müssen doch mit Winterzahn Frieden schließen, dass wir gegen die Legion kämpfen können. Obwohl ich eigentlich dem Roll-Mobs-Clan helfen möchte. Na, jetzt haben sie die Siedlung wieder verloren. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihnen dann. Ich könnte natürlich einen Händler hinschicken. Ich könnte Kingsley hinschicken. Taste my spear. Motherland endures. Nur so wenig. Naja, wir müssen den Rollmöpsen helfen. Ja, also mehr, damit ich irgendwann eine Konföderation mit ihnen eingehen kann. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir das hier... Also es geht nicht auf. Ich krieg das nicht gebacken. Lost Tsar returns. Einkommen minus 7. Alle Klimaeffekte des chaotischen Ödlands in dieser Provinz werden aufgehoben. Minus 5 Hingabe pro Runde. Wir haben aktuell das Problem: weniger Kontrolle, mehr Baukosten, Verstärkerrate, Bauzeit und Einkommen. Wir machen das. Wir kriegen so oder so hier eine Rebellion. Magst du mir mal schnell... This way. Okay, er hat sich noch nicht auf den Weg gemacht. Try to keep up, soldiers. So, wir haben nochmal mehr Kontrolle. Hm. Macht der Kirche Korruptionssätze 2 reduziert. Mehr Kapazitäten, Einkommen aus Häfen. Dieser Witz, wir haben noch nicht mal einen Hafen. Baukosten aller Gebäude. Kampagnensichtfeld. Wir machen mal Kampagnensichtfeld, ich glaube, das ist schon wichtig. Chosen Drusina.
Baukosten? Nein, Baukosten. Kostin. Nicht zugewiesen. Fähigkeitspunkt. Inbrunst. Ja, mach ich dich mal stärker. Boris Ursus himself. Yes. Und die Robsman. Don't care who you are. I smash your face in. Excellent. Wir müssen, ich habe gar keine Wahl. Wir müssen den oben jetzt zuerst mal machen. Leader of Kislev's Warriors. Yes. He's an Katzenekus Hangron Tawir. So sehr hassen die uns gar nicht. Eine Abneigung von 40 lässt sich ja eigentlich managen. We Kislevites grow restless. Warlock of Skavenblight. Der soll mal angreifen, bitte. Danke. Okay, da oben ist die Rebellion. Die anderen sollen mal kommen. Ich könnte den Zauber wechseln. Wir könnten den Dings ändern, dass wir Ursun aktivieren. Und dann dürften die Rebellenarmeen eigentlich Verschleiß erleiden. Dann muss ich mich da nicht drum kümmern. Das hätte ich aber vorher machen sollen. Ja, jetzt belagert er. Ja. Aber haben wir nicht genug Garnison drin, um das locker zu packen? Ja, total. Also rechnen wir mal schnell gegen. Er hat drei, die rüstungsdurchdringend sind. Die sind im Plündermodus, da gibt es keinen Verschleiß. Nein, ich meine, wenn sie belagern. Too reckless. Also wenn jetzt hier so in dem Belagerdings ist und ich aktiviere jetzt hier Ursun, dann führt das dazu, dass er Verschleiß kriegt. Das gleiche zählt auch hier, wenn er, ne? Wir lassen auch die hier ein bisschen wüten, damit wir die öffentliche Ordnung endlich mal wieder stabil kriegen. Rockwag sumar rikasen. Ekus klinkas atzentar epetu. Das juckt denen einen Scheißdreck, ob wir jetzt mit dem im Krieg sind oder nicht. Aber wir könnten die Siedlung holen und sie ihnen abgeben. Das würde dazu führen, dass er dann sagt, ja, weil er die Siedlung, das will er ja vervollständigt haben. Also, wir machen da schnell eine Autoschlacht. Das sehe ich eh nicht, dass er uns killt. Die haben alle eine Pistole dabei. Die können alle auf etwas schießen. Die sind nicht rüstungsdurchdringend. Die hier sind rüstungsdurchdringend. Aber die schießen wir relativ einfach weg. Die sind zwar, die sind noch ungepanzert. Also ihr seht hier, ne, die knallen wie easy peasy weg. Das müssen wir eigentlich gar nicht diskutieren. Das ist okay. Deswegen machen wir das jetzt einfach so. Das ist mittlerweile nicht mehr belagert. So, hier warten wir noch ein bisschen. Der soll ruhig ein bisschen die öffentliche Ordnung nach unten drücken. Und ich überlege gerade, ob wir das tatsächlich versuchen oder nicht. Weil wenn die Chaoszwerge noch kommen, bin ich am Ende. Ich weiß aber nicht, ob ich hier irgendwas vernachlässigen kann oder ob da noch irgendwas anmarschiert. Das Problem ist auch, es könnte auch sein, dass er schon lange hier ist
und eigentlich das Ding gleich einnimmt. Dann renne ich für nichts hin. Ich schieb den mal von meinem Land. Der soll mal gehen. Ich versuch's trotzdem. Ich finde das, ich finde die Idee eigentlich zu verlockend, als dass wir sie nicht benutzen. Wenn es klappt, ist es 1A. Wenn es nicht klappt, ist halt wie es ist. Wachstum. Korruption. Einkommen aus Höfen. Hier hätten wir noch ein bisschen mehr Geld. Hier hätten wir mehr Kontrolle und dann könnten wir noch einen Patriarchen holen. Generierter Befürworter. Generierte Hingabe. Wir machen, glaube ich, overall so oder so Minus. Nein, machen wir gar nicht. Das ist Quatsch, was ich erzähle. Ja, wir gehen damit und hier noch... Nein, so viel Geld haben wir nicht. Show your discontent, brothers. Ich aktiviere trotzdem nochmal das hier. Einkommen aus Handelszöllen, Einkommen aus Gebäuden. Um hier noch ein bisschen gegenzusteuern. Das heißt, wir packen nochmal zwei Runden. Ja. Naja, den bewegen wir absichtlich nicht. Die Rebellion nutzen wir, um die öffentliche Ordnung nach ins Positive zu drücken. Die gibt mir, also die Rebellion sorgt dafür, dass es immer 20 plus pro Runde gibt. Nachteil ist aber, dass die Rebellion immer wächst. Also die Rebellion kriegt immer mehr Truppen, mehr Truppen, mehr Truppen. Bis sie irgendwann ein Maximum erreicht hat und dann die Stadt angreift. Dadurch, dass wir Garnison drin haben, ein Kommandant, kann die Rebellenarmee gar nicht größer werden als das, was wir drin haben. Und wir werden zwangsläufig die Armee vernichten. Wir nutzen das aber. Die ganzen Unzufriedenen sollen sich da sammeln. Die ganzen Chaos-Anhänger sollen sich da sammeln. Und wir machen sie dann tot. So. Warnung wegen UNA ignoriert. Aha. Boris Ursus. It helps my homeland. Isana Turia. Naja, warte kurz, ich wollte das schnell zeigen. Er findet das gut. Ja. Er ist hier rübergesprungen, weil er den Skaven holen will. Ach du Scheiße. Boris Ursus himself. Tja, zu spät. Das, was ich befürchtet hatte, aber was halt möglich ist. So, Kampftraining. Rüstung 10. Armee des Helden. Immer wieder. Na, obwohl. So viele haben wir noch nicht. So, komm, Kampftraining. Kann ich überhaupt genug XP kriegen in der Gesamtsumme, damit sie alles machen kann? Oder macht es einfach Sinn, alles das hier zu mainen und das hier unten zu ignorieren? Im Sinne von, das hier unten ist völlig verschwendet. Warum sollten wir das einsetzen? Dann können wir auch was anderes nehmen. Naja, man kann ja die Fähigkeitspunkte zurücksetzen. Rosina, ready. Guardian of the land. Also, wir könnten die jetzt nicht kaputt machen. Die müssen uns tatsächlich angreifen. So, knapp, knapp, knapp. Drusina, stand ready. Daula Kasapat sta threat. Ich helfe dir gegen die. Wir erklären den Skaven trotzdem noch den Krieg.
weil das ist eine Mission von uns. No Council of 13 here. Ja. Only Mimi. What could... No! Genau, und dann kriegen wir noch einen Tausender. Und die finden das Dufte. Und entweder nimmt er das jetzt ein oder nimmt es nicht ein. Anything for Kislev. Ich hoffe, er tut es. So. Das Geld sparen wir noch und wir gehen weiter. Alter, ist die Kampagne anstrengend. Ich sehe gerade auch nicht so die Möglichkeit, was großflächig zu machen. Also solange die Legion nicht kommt, und sie kommt halt nicht, weil wir halt hier sehr viel drin haben. Zumindest sicher nicht hier, oder mit eher unwahrscheinlich. Kann auch sein, dass er noch eine zweite Armee aus dem Boden gestampft hat irgendwo. Okay, die Zwerge unten haben das erfolgreich geschafft. Wir haben die Skelfen vernichtet. Das ist schlecht für uns. Dann kann ich nämlich die Siedlung nicht einnehmen, um sie ihnen zu schenken. Also ist das verschwendet. Ja, jetzt greift er. Belagert er mich hier? Wunderbar. Dann können wir nämlich mit der Garnison zusammen den vernichten. Fight for Kislev! Das Geld, weil wir das Geld ganz dringend brauchen. Champion of Kislev! Schild des Mutterlandes. Noble of the Oblast. Einheiten Erfahrung, Kampf gegen Chaos, Gebrüll, Diener des Zaren, Zauberresistenz, Armee und Kislev. Oder regenerativ für die Hexen. Wir gehen mit Ursuns Gebrüll. Da kann Ursun ja nicht allzu falsch liegen. Und mehr Kontrolle. Ich weiß nicht, wie wir es sonst in den Griff kriegen sollen. Auf der anderen Seite, wir machen mal auffüllen. Das brauche ich eh irgendwann. This gift is mine alone. Rosina, ready. Tja, hier scheinen wir uns in den Griff zu kriegen. Finanziell sieht es auch gar nicht mal so übel aus. Wenn wir Eiterlung noch ausbauen, können wir hier nochmal das eins höher machen. Wenn wir mit unserem Charakter in der Provinz stehen, kostet das Ganze weniger. Bin anko fasindar anu erpetu. Ich kriege ihn nicht besänftigt. Es gäbe die Strategie, dass ich sage, wir versuchen, ihn irgendwie zu bezirzen, indem dass wir ihm Geld schenken, aber das ist auch wieder ein Risiko, ne? Muss dir danke, Mann, für den Sub. Dankeschön für 78 Monate. Dankeschön für den Prime und ein herzliches Hallo. Er ist ein Aufseher. Ja, 5% mehr. Sehr gut. 5% mehr Bewegungsreichweite. Das kriegt man übrigens, wenn man mehrere Runden in der Marschstellung verbringt, dass man 5% mehr kriegt. Wenn wir alles summieren, kommen wir dann doch, ne, über die Forschung 5, eher Fähigkeitspunkte technisch haben wir 5 und 10% rausgeholt jeweils. Jetzt kann er immerhin ein bisschen,
bisschen rumrennen und was machen. So, ich glaube, dass die Legion uns unten angreifen wird, da wo Boris gerade ist, weil er oben weiß, dass wir da zu stark sind. Slaanesh wird das sicher helfen, ja klar. Rockwag Sumarikasen. Also ich könnte ihm diesen Monolithen hier schenken. Kull wurden vernichtet. Aber von wem? Führer im Kampf gegen Chaoskrieger, Chaosdämonen, Chaoszwerge, Nordskar. Ja, das machen die Hass. Gegen die. Wer hat die gekillt? You seek to deny it? He's not fuck Chaos incarnate. Brauche ich den hier überhaupt? Theoretisch nicht. Ich hab das, krieg das auch gar nicht richtig in den Griff. Ne? Ich kriege hier nur 204 Einkommen. Aber wenn wir ihm das schenken, dann hätten wir die Seite mal gesichert, ne? Und der würde uns hier nicht... Ja, das machen wir. Wir machen ein Handelsabkommen. Warte mal schnell. Weil an das Handelsabkommen schwieriger zu kommen ist, oder? Zurückerobern geht immer. Ja, theoretisch, ja. Auf der anderen Seite, wenn wir nicht ein Handelsabkommen... Wir machen 300 mehr. Wir versuchen über Handel Freund mit ihm uns freundlich zu stellen. So, das geht jetzt hoch auf minus 7. Das heißt, der Nicht-Angriffspakt ist machbar. The Lost Tsar returns. Kislev. Das war dein Krieg mit mir. Wir bauen das, um dann nachher noch mit Kaufleuten was zu bauen. Also, so einen verdammten Marktplatz. Das waren wir auch noch am Ausbauen. Den Scheiß lassen wir noch drin. I follow the bear. Kontakt ist sehr nah. Aber ich kann nicht. Die Eisjungfer hier geht an Twitch. Ausrufezeichen, Held in den Chat. Wir rekrutieren die schnell und versuchen Kontakt aufzubauen. Ausrufezeichen, Held in den Chat, wenn ihr den Namen tragen wollt von ihr. Ich weiß nicht, ob sie schon zurückerobert haben oder nicht, aber es sieht mir nach einer Möglichkeit aus, Kontakt auszubauen da nach unten. Und eine neue Handelsmöglichkeit. Was hat sich hier rechts getan? Kull lebt wieder. Wurden die nicht gerade vorhin vernichtet? Bevölkerungsüberschuss, wunderbar. Bündere folgende Region. Nope. Bewegung. Ja, bla bla bla. Wir haben Kontakt! Kontakt! Geht hoch.
Wir werden handeln können demnächst. Andere Kislevitten! So, und wer hat sie entdeckt? Wer hat sie entdeckt? Aladinia, ich muss jetzt aber niemand Neues ziehen. Ich kann nicht, du kannst nicht, du darfst nicht zwei Charakter haben. Das ist gemein. Das ist gemein. Ich muss da jemand Neues ziehen. Damit jeder ein bisschen eine Chance hat. Du hast schon einen Kommandanten. Ich ziehe jemand Neues in der Liste. Geh eins weiter. Aber wir machen das so. Warte mal schnell. Warte, ich habe eine Idee. Muss ich kurz gucken. Defender Kislevs. Du kriegst einen Ehrentitel. Ist das in Ordnung? Machen wir das so. So. Du bist Alatania, Held Kislevs, weil du tapfer verteidigt hast und uns geholfen hast, hier uns zu festigen. Ich finde, das ist eine gute Idee. Oder? Ausnahmsweise, weil ich dich so nett finde. Ja, das Ding ist, ich möchte halt jedem ein bisschen eine Chance geben. Du hast schon einen Kommandanten und so. Blizzards. Wird auch nicht das letzte Let's Play sein. Also, die nächste Person in der Liste ist Blutovia. Blutovia. Here we go. Wintertide's Child. Leader of Kislev's Warriors. Lass gucken, ob ich jemanden sehe hier. Ich sollte das immer mit dem Helden machen. Wenn jetzt jemand hier im Hinterhalt steht, bin ich dead. Mich tot. Okay, der Rollmops-Clan. Wir haben Kontakt zum Rollmops-Clan. Ja. Priest of Ursun. Ah ja, dich habe ich total vergessen. Das hätte ich anders machen sollen. Ich hoffe, da kommt niemand. Okay, so. Okay. Wir müssen in der nächsten Folge gleich weitermachen. In der nächsten Folge werden wir sehen, ob wir die Legion besiegen können. Oder zumindest Gebiete da einnehmen, ne? Together we are. Ich will schon handeln, so will ich, ja. Aber ich will noch schnell eine Runde warten, bis ich... For the motherland! Know well that I am accustomed to getting anything I want. Wir nehmen hier ein bisschen Geld mit. 105 dürfte drin liegen. Entschuldigung, hallo. Dann 100. Gut, so. Dann militärischer Zugang. Ja, komm, 5. Danke. Dadurch kommen wir der Konföderation hoffentlich näher. Sie haben mit der großen Orthodoxie Kontakt. Nurgles, beloved. Um 50 zu unterstützen, wie viel braucht man denn hier? 100? Fügt dem ISO 50 eure Befürworter hinzu, um Vorteile zu erhalten. Also rutschen die dann hier hin?
übernehmen sie dann das? Ich meine, das ist an die Orthodoxie gegangen. Wir unterstützen den Eishof. Und der Eishof hat wachsenden Einfluss gekriegt als Boni. Kurz davor. Die Orthodoxie war ganz kurz davor. Dann kam aber Papa und hat Zarina Katharina mal schnell geholfen. So wie es richtig sein soll. Genau so muss es. Frech. Frech und nicht in Ordnung. Also, wir werden in der nächsten Folge herausfinden. Nein, wir schaffen da nicht, kommen natürlich knapp nicht hin. Wie wir gegen die vorgehen. Wie wir gegen sie vorgehen. Die Legion des Chaos. Er war ursprünglich Kislevit und wurde von dem Chaos korrumpiert. Gut. In der nächsten Folge. Like da lassen, Kommentar da lassen und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.